Herzlich willkommen, liebe Studierende. In diesem Video beschäftigen wir uns damit, wie Sie eine wissenschaftliche Arbeit aufbauen. Die Frage ist jetzt ein bisschen, warum ist das für Sie relevant zu wissen? Grundsätzlich geht es darum, Wissenschaftskommunikation passiert über Konferenzbeiträge, über Fachjournalpaper, über Bücher, über verschiedene Arten von wissenschaftlichen Arbeiten, die interdisziplinär und international aufgebaut sind. Das bedeutet, es gibt einen sehr, sehr klaren Rahmen an Richtlinien, wie Sie Ihre Arbeit aufbauen sollten, damit Sie von den Kolleginnen und Kollegen verstanden werden. Und es gibt Ihnen wiederum auch die Chance, dass Sie aus jeder Fachrichtung, aus jedem Land jedes Paper lesen und verstehen können, was an welcher Stelle vor sich geht und beurteilen können, wie gut dieses Paper ist. Es ist grundsätzlich, gibt es relativ viel, was in einem wissenschaftlichen Artikel, in einer wissenschaftlichen Arbeit stehen sollte. Und wie das strukturiert ist, besprechen wir jetzt. Grundsätzlich beginnt jede wissenschaftliche Arbeit mit dem Abstract. Das Abstract fasst kurz den gesamten Artikel zusammen. Wenn Sie ein wissenschaftliches Paper schreiben, sollten Sie das Abstract ganz am Ende schreiben, weil es wichtig ist, dass alles, was vorher passiert, darin kurz zusammengefasst wird. Das Abstract ist besonders wichtig, weil es einen Überblick gibt, wenn Sie Literatur suchen und das Abstract überfliegen, ob Sie den Artikel überhaupt lesen oder ob das für Sie war und überhaupt nicht relevant ist. Das bedeutet, das Abstract sollte mit einer gewissen Sorgfalt bearbeitet werden, sollte mit sehr viel Liebe erarbeitet werden, einfach damit es wirklich die Leute dazu verleitet, sich auch wirklich mit ihrer Arbeit über dieses Abstract hinaus zu beschäftigen. Dann beginnt jedes klassische wissenschaftliche Paper mit der Einleitung. Da geht es darum, worum geht es überhaupt in dieser Arbeit? Was ist unser Themenbereich? Was ist unser Zugang? In welcher Wissenschaft bewegen wir uns vielleicht? Und überhaupt mal, warum ist es überhaupt relevant, was wir hier machen? Basierend auf dieser Einleitung folgt dann der Theorieteil. Jede wissenschaftliche Arbeit basiert auf dem bisherigen Forschungs- und Erkenntnisstand und den Theorien. Das heißt, es ist besonders wichtig, dass Sie hier darlegen, was war vor Ihrer Arbeit der Stand? Wie ist der Wissenschaftsstand in dem Bereich, den Sie jetzt beforschen? Und warum ist diese Grundlage, die Sie auswählen, wichtig für das, was Sie jetzt tun? Wie ist der Zusammenhang? Dann kommt der Kernstück dessen, was Sie jetzt wirklich selbst neu gemacht haben, nämlich die Methode. In der Methodenbeschreibung geht es darum, dass Sie genau darlegen und dass Sie sehr nachvollziehbar darlegen, was haben Sie gemacht, wie haben Sie es gemacht, wieso haben Sie es gemacht. Dabei wird ausführlich beschrieben, was haben Sie wie getestet, unter welchen Bedingungen. Und in diesem Bereich folgt dann der Ergebnispart. Im Ergebnispart legen Sie nicht nur dar, es ist das herausgekommen, sondern Sie beschreiben auch sehr genau, wie haben Sie es analysiert, warum haben Sie diese Verfahren verwendet und dann natürlich diese Ergebnisse, wie sie herausgekommen sind. Die lassen wir natürlich nicht so für sich stehen, sondern als guter Wissenschaftler diskutieren Sie die Ergebnisse im Anschluss. Das heißt, Sie interpretieren Ihre Ergebnisse, Sie schreiben nicht nur, ich habe dieses Ergebnis, sondern Sie schreiben in Bezug auf die Theorien, die es gibt, bedeutet das, das und das. Was ein ganz wichtiger Part in dieser Diskussion ist, ist auch der, wie es in der Zukunft weitergehen soll mit diesem wissenschaftlichen Feld. Nämlich, dass Sie zum einen aufzeigen, was sind eventuell Limitationen in Ihrem Forschungsbericht, nämlich, dass Sie zum Beispiel feststellen, naja, ich habe jetzt eine einzige Studie durchgeführt, es wäre wichtig, dass man schaut, ist das unter anderen Bedingungen vielleicht anders, und dass da aber auch die Implikationen aufgezeigt werden, nämlich aus diesen Ergebnissen schließen wir, dass wir vielleicht noch etwas komplett anderes untersuchen sollten, dass wir andere Theorien einbeziehen sollten, dass wir andere Details untersuchen sollten. Das bedeutet, in diesem Part streichen Sie heraus, welchen Impact Ihre wissenschaftliche Arbeit auf die weitere Wissenschaft hat. Und ganz am Ende, aber natürlich last but not least, sind die Referenzen. Ganz, ganz wesentlich für das wissenschaftliche Schreiben ist, dass Sie gut zitieren und dass Sie sauber zitieren. Das heißt, dass Sie schauen, dass Sie alles, was Sie an Theorien verwenden, dass Sie alles, was Sie an Methoden verwenden, dass Sie das gut belegen, dass Sie das korrekt belegen, dass Sie für jede Aussage, die Sie von einem anderen Wissenschaftler übernehmen, den auch wieder angeben und dass Sie niemanden angeben, etwas gesagt zu haben, was er nicht gesagt hat. Also, dass Sie Plagiat in jede Richtung vermeiden. Das ist so der grundlegende Grundaufbau für so ziemlich alle wissenschaftlichen Arbeiten in so ziemlich allen Feldern. In den Einzelfällen kann es jetzt in Details ein bisschen abweichen, zum Beispiel hinsichtlich der Gewichtung, zum Beispiel, dass ein Teil, dass der Ergebnisteil in den Methodenteil integriert sein kann, dass Einleitung und Theorieteil zu einem zusammengefasst werden. Aber grundsätzlich können Sie sich an dieser Aufteilung orientieren, wenn Sie eine wissenschaftliche Arbeit schreiben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.